Die Wall Street hat ja immer wieder eine Rallye absolviert, weil es hieß, wir sind optimistisch für den Schuldendeal, und jetzt haben wir am Wochenende diesen Deal zwischen Biden und McCarthy bekommen zur Schuldenobergrenze. Aber warum sehen wir dann, dass diese Rallye heute nicht weitergegangen ist? Diese Anfangsrallye auch befeuert natürlich durch Wunderdinge wieder von Nvidia. Die haben wieder das Wort KI in den Mund genommen, und das war natürlich dann eine saftige Rallye wert. Warum die Dinge ein bisschen kompliziert werden derzeit und die Wall Street jetzt nicht mehr ganz so gut gelaunt ist wie noch zum Handelsstart, das wollen wir in diesem Video uns mal anschauen. Hier sehen wir es zunächst mal, der Nasdaq, eigentlich der einzige Index, Stand jetzt, wo ich diese Aufnahme mache, der im Plus ist. Wir sehen den Dow Jones im Minus, S&P mehr oder weniger unverändert, der Russell 2000, der Nebenwerteindex etwas deutlicher im Minus, nur der Nasdaq, der hält sich mal wieder im Plus, weil diese extrem billigen Tech-Werte es wieder sind, die vor allem stützen. Heute eine Apple, eine Amazon läuft weiter, eine Tesla läuft weiter und natürlich Nvidia, obwohl Google und Microsoft leicht im Minus sind, ebenso viele Banken im Minus, aber sei es drum, die allermeisten Aktien heute wieder im Minus. Das interessiert aber nicht, wenn wir eben solche Börsenstars haben, denen die gesamte Zukunft gehören wird. Das ist genauso wie damals beim Internet. Da war erst ziemlich spät klar, naja, wer ist denn eigentlich der Sieger in dieser ganzen Geschichte? Und wir dürfen nicht vergessen, Nvidia stellt keine Chips her, man designt sie nur. Herstellung machen andere, aber dazu gleich mehr. Jetzt kommen wir zunächst mal zu diesem Schuldendeal. Und was wir hier sehen, das ist sozusagen die nukleare Option. Die eher rechten Republikaner haben ja von McCarthy, damals als er zum Sprecher, zum Führer des Abgeordnetenhauses bei den Republikanern gewählt wurde, die Option erhalten. Jeder einzelne Abgeordnete kann einen Antrag stellen, ihn abzusetzen. Und genau das soll jetzt offenkundig passieren, beziehungsweise es gibt Republikaner, die sich dafür ausgesprochen haben, weil sie sagen, dieser Deal ist für uns miserabel, er ändert nichts an der totalen Verschuldungsorgie der Amerikaner seit Jahren, und natürlich, die ist auch unter dem Republikaner Trump so gelaufen, gar keine Frage, aber es gibt bei den Republikanern doch immer Stimmen, traditionell, die versuchen, diese Verschuldung ein bisschen einzugrenzen, und das ist natürlich letztendlich ein Freifahrtschein, so sagen viele Republikaner, für die Demokraten, mit dieser Schuldenorgie weiterzumachen und vor allem mit diesem Green Deal weiterzumachen. Ron DeSantis, ja kein Niemand, sondern Gouverneur von Florida und gleichzeitig einer der aussichtsreichen Kandidaten für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner, der sagt, diese ganze Verschuldungsgeschichte geht immer weiter, wir sind auf dem Weg zum Bankrott und daran wird dieser Deal überhaupt nichts ändern, und es sind immer mehr Republikaner, die ihm da offen zustimmen, die nicht zwingend auch nur von der ganz rechten Seite sind. Wir haben hier zum Beispiel Wesley Hunt, der sich dafür ausspricht, oder Ken Buck eben, der hier gesagt hat, also notfalls müssen wir McCarthy irgendwie absetzen. The bad deal isn't the solution, it's the opposite. Und die Frage ist, und die kann ich nicht beantworten, die kann wahrscheinlich derzeit noch niemand beantworten, wie stark sind diese Stimmen, wie viele Stimmen werden diese Kritiker dieses Deals bekommen? Wird es dann reichen oder wird es nicht reichen? Es könnte knapp werden, wie einer der Chefkorrespondenten im Weißen Haus berichtet. Der sagt also, das könnte schon durchaus eine ganz enge Kiste werden. Heute schon müssen 7 Leute der Republikaner hier oder 7 Abgeordnete ein Vorurteil fällen, und McCarthy hat schon gesagt, also wenn da ein bestimmtes Verhältnis nicht erreicht ist, dann würden wir diesen Deal abblasen. Wie gesagt, alles sehr, sehr schwer zu durchdringen und natürlich alles andere als sicher, dass es nicht die Zustimmung gibt. Aber wo ist der Kritikpunkt? Den sehen wir hier. Ich hatte das heute Morgen schon gezeigt, das ändert nichts. Wir sehen hier, da sollen mal lächerliche 50 Milliarden Dollar in 2 Jahren eingespart werden. Die Amerikaner zahlen 1,3 Milliarden Dollar an Zinsen jeden Tag. Das heißt, das sind 35 um und bei nicht mal Zinszahlungstage, die man hier einsparen würde. Das ändert an der Sache überhaupt nichts. Ist in etwa ein Viertel dessen, was Nvidia nach Vorlage der Umsatzprognose, die man ja so deutlich erhöht hat, praktisch an Marktkapitalisierung hinzugewonnen hat.
Und hier lachen sich einige Herrschaften schlappe. Das ist eben fiskalisch natürlich nicht wirklich sehr solide. Da kann man Demokrat sein oder Republikaner sein. Ich glaube, das kann man getrost behaupten. Und wie Ottavio Costa hier sagt, ja, sie beginnen langsam nämlich die Investoren zu erkennen, dass es jetzt gar nicht um diesen Deal geht. Es geht um das grundsätzliche Problem dahinter, dass du auf der einen Seite eine eskalierende Schuldensituation hast, auf der anderen Seite hohe Zinsen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und jetzt soll die Verschuldung weitergehen, aber die Zinsen können nicht fallen wegen der Inflation. Wie soll das funktionieren? Das hat auch Hannes Zipfel, mein Kollege, bemerkt, der sich auch wundert, dass steigende Zinsen und Liquiditätsentzug bisher überhaupt keine Rolle zu spielen scheinen, gerade bei den Tech-Werten. Aber Janet Yellen muss, wenn es jetzt diesen Schuldendeal gibt, wenn das also durchkommt durch Abgeordnetenhaus heute, nee, morgen, Mittwoch ist die Abstimmung und dann wahrscheinlich Ende der Woche irgendwann im Senat, aber so unklar ist das nicht, denn man kann diese Abstimmung verzögern durch diesen sogenannten Filibuster. Man kann also verhindern, dass es zu dieser Abstimmung kommt und dann würde es nicht mehr reichen für den 5. Juni. Wie auch immer, jedenfalls muss Janet Yellen, wenn es zu diesem Deal kommt, 1,2 Billionen US-Dollar bis Ende August aufnehmen. 1,2 Billionen, das ist eine gigantische Summe. Hier nochmal ein kurzer Fahrplan. Wir hatten schon um 18 Uhr deutscher Zeit diese Pressekonferenz des Freedom Caucus, also der sehr rechten Fraktion innerhalb der Republikaner, die gesagt haben, klar, wir werden das nicht unterstützen. Das war allerdings zu erwarten. Und um 19.30 Uhr Washington-Ortszeit wird man sich praktisch hinter verschlossenen Türen nochmal treffen und eruieren, wie schaut es denn aus mit dieser Zustimmung. Und das Gleiche werden morgen die Demokraten tun, um 15 Uhr deutscher Zeit, 9 Uhr Washington-Zeit. Also da ist ja viel passiert an Telefonaten, an Überzeugungsversuchen etc. etc. Wir werden es sehen. Es ist auf jeden Fall noch nicht hundertprozentig sicher. Es ist wahrscheinlich nach wie vor sogar wahrscheinlich, dass es diesen Deal gibt, aber nicht hundertprozentig sicher. Aber was sicher ist, ist hier diese KI-Blase. Der Chef von Nvidia, Jensen Huang, ist derzeit in Taiwan und ist da empfangen worden wie ein Rockstar. Das zeigt, wie krass diese Euphorie inzwischen ist. Man hat ja diese Umsatzprognose auf 11 Milliarden für das zweite Quartal angehoben, weil man vielleicht eine große Order hat oder was auch immer. Man hat ja nicht genau gesagt, was da der Fall ist. Und Nvidia hat schon mal ein kleines juristisches Problem gehabt mit der Börsenaufsicht, weil man verschwiegen hatte damals, als man vor allem im Gaming-Bereich aktiv war, dass man vor allem hier die Chips verkauft hat an die Kryptoindustrie und damit sozusagen kaschiert hat, dass diese Gaming-Industrie nicht mehr gut läuft. Jedenfalls eine History von etwas zweifelhaften Aussagen. Und wenn wir uns jetzt mal die Konkurrenz anschauen, respektive diejenigen, die eigentlich die ausführenden Organe sind, wie etwa TSMC, dieser große, wichtige taiwanesische Hersteller, der ja eigentlich profitieren müsste, wenn das Geschäft bei Nvidia so brummt, aber seltsamerweise hat man hier erwartet für das zweite Quartal einen Umsatzrückgang von 6,7%. Also wenn hier diese Geschichte so heiß brennt, warum ist dann das führende Chipunternehmen, das faktisch diese Chips on demand baut, warum senkt man dann seinen Ausblick? Das gleiche gilt für AMD, diesen amerikanischen Chiphersteller. Da sagt man, dass eben auch der Umsatz fallen wird im nächsten Quartal. Also Nvidia ganz alleine auf weiter Flur, wenn da mal alles so richtig ist. Ich bin mal gespannt. Irgendwann kommt wahrscheinlich das mit diesen 11 Milliarden Dollar Umsatz im zweiten Quartal. Da haben wir uns ein bisschen versprochen. Es sind doch ein bisschen weniger. Wir werden sehen, ob das Ganze so kommt. Eines jedenfalls, das ist dieser Hype, der von der Wall Street natürlich befeuert wird und vom Silicon Valley. KI. Und das bringt natürlich Verkäufe für die Wall Street, es bringt den Anteilseignern, die CEOs und so weiter sind, bringt es natürlich massive Profite, deren Aktien gehen nach oben, damit steigt auch die Vergütung. Sie kennen das Schema. Und wenn wir uns jetzt mal den großartigen Nasdaq anschauen, 3,23 Standardabweichungen über dem 50-Tages-Durchschnitt. Das ist die größte Überkauftheit des Nasdaq seit dem Jahr 2004, also knapp 20 Jährchen. Aber na klar, das Ding wird weiter steigen, ist ja logisch, zumal nur alle Longs sind. Man hat ja immer wieder gesagt, Mensch, guck doch an, die sind alle Short.
Aber das ist im S&P Future und das sind in der Regel Absicherungspositionen. Das hier sind die Long-Positionen im Nasdaq 100 Future. Die sind gewaltig, so hoch wie seit November 2021 nicht mehr. Und hier sehen wir, wie die ganze Geschichte weiter auseinanderdriftet. Das ist die Advanced Decline-Linie, also Anzahl der Aktien, die steigen oder fallen. Das ist das untere, das geht weiter deutlich nach unten. Aber der Nasdaq ist weiter gestiegen, extrem günstig. Price-to-Sales-Ratio, also Marktkapitalisierung zu Umsatz. Faktor 40 bei Nvidia vor heute, Microsoft bei 12, dann Price-to-Earnings-Ratio, Nvidia 215, Amazon 292, spottgünstige Aktien, gar keine Frage. Wer da nicht zugreift, der hat nichts verstanden. Fast 50% der Nasdaq-Aktien sind unter ihrem 50-Tages-Durchschnitt, sind also per se jetzt nicht wirklich bullisch. Und das Interessante ist eben, wenn man sich den Tech-Sektor anschaut, der ist seit dem Tief um knapp 46% gestiegen, aber die Gewinnerwartungen sind nicht gestiegen, die sind sogar nach wie vor im Minus. Das heißt, die Aktien werden immer teurer, ohne dass jetzt eigentlich die Gewinnerwartung damit zieht. Das ist die absurde Situation. Kommen wir nochmal zur Fed. Wenn jetzt dieser Schuldendeal kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer und das preisen die Märkte jetzt ein, dass eben dann auch die Zinsen weiter angehoben werden. Inzwischen die Wahrscheinlichkeit 66,6% bei den Fed Fund Futures, also zwei Drittel Wahrscheinlichkeit, dass dem so sein wird. Und es gibt sogar eine Wahrscheinlichkeit von 29,7%, dass die Fed dann nochmal am 26. Juli bei der dann folgenden Sitzung die Zinsen nochmal anhebt. Das ist ein ziemlicher Wandel, ein ziemlicher Gamechanger, den wir so noch nicht erlebt haben. Vor kurzem hieß es ja noch, im Juli könnten die Zinsen schon sinken, spätestens im September. Und das, obwohl vor allem der produzierende Sektor wie weltweit, auch in den USA, weiter rückläufig ist. Dallas Manufacturing Index minus 29,1. Wir haben jetzt, glaube ich, 13 Monate in Folge, genau. Und dass dieser Index praktisch im Minus ist, also schrumpfend ist, auch das Verbrauchervertrauen des Conference Board war heute schwächer, aber die Inflation kommt nicht nach unten und die kommt auch nicht nach unten in der Eurozone und die dürfte sogar weiteren Auftrieb erhalten durch die Löhne, denn wir haben jetzt den stärksten Anstieg der Tariflöhne seit dem Jahr 1999 mit einem Plus von mehr von 5%, zeichnet sich für das Gesamtjahr ab, 4,3% im ersten Quartal. Mal sehen, was im zweiten dann gelaufen ist. Klar, die Löhne müssen steigen, weil die Inflation gestiegen ist, sonst kommen die Leute nicht mehr mit. Dennoch sehen wir, dass die Reallöhne, also wenn man die Inflation abzieht, minus 2,3% sind. Das heißt, die Leute verlieren immer noch Geld, die Kaufkraft wird immer geringer. Und das wird bedeuten, dass die EZB und wie wahrscheinlich auch die Fed weiter die Zinsen anheben muss. Ist das bei den Aktienmärkten eingepreist? Ganz, ganz sicher, meine Damen und Herren. Abschließend noch zwei Empfehlungen. Der Goldpreis ist nervös. Schauen wir uns mal an, ob da nicht, wenn da was schief ginge bei diesem Schuldendeal, wenn die Republikaner vor allem oder zu wenige Demokraten dann Ja sagen, dann könnte das natürlich für Gold eine Steilvorlage sein. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, bevor ich Sie in den Feierabend entlasse, nochmal der Fahrplan, wie das Ganze weitergeht. Was ist zu beachten? Was sollten Sie wissen? Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.